Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und mit dem Release der Master Chief Collection wurde auch ein wenig Halo 5 Beta bekannt gegeben. Zumindest, keine Ahnung, ich habe bis jetzt nur ganz kurz auf YouTube geschaut, denn wir haben es 7.54 Uhr und ich habe erst zur zweiten Stunde, deswegen habe ich am Morgen etwas Zeit. Wollte eigentlich die Master Chief Collection spielen, aber noch nicht ganz fertig installiert. Und das, obwohl ich es mir gepreordert habe, also gepre-downloaded. Egal, dazu in einem anderen Video. Jetzt erstmal Halo 5 Beta. Ich habe mir bis jetzt zwei Gameplays angesehen, dank Ready Up Live, die sowas natürlich sehr gerne immer hochladen. Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und zwar habe ich gesehen Gameplay von den Maps Truth und Empire. So, die werde ich jetzt hier kurz einspielen. Nacheinander, so hintereinander, versteht ihr? Target spotted in mid. Clean kill. Killing spree. Good kill. Power weapons in 10 seconds. Kills to win. Killing spree. Double kill. Nun, der eingefleischte Halo-Fan wird jetzt erstmal aufschreien, weil es sieht nicht wirklich so aus, wie sich das vielleicht höchstwahrscheinlich einige vorgestellt haben. Ich möchte jetzt hier aber ein wenig beschwichtigen, weil ich glaube, dass es schlimmer aussieht, als es eigentlich ist. Also für Aufruhr sorgen wird vor allem als erstes, schätze ich, eine Sache. Und zwar ADS, glaube ich, nennt man das auch, oder? Wenn man ranzoomen kann an die Waffe und dann halt so durchs Visier schauen. Und das scheint nämlich bei jeder Waffe zu gehen. Beim Assault Rifle hat man es gesehen, bei der Pistol hat man es gesehen und beim VR natürlich auch. Okay. Zuallererst mal, solange es nur die Animation ist, solange es das Movement nicht beeinflusst, solange es die Genauigkeit nicht beeinflusst, also solange es nicht beeinflusst, wie schnell man sich bewegt
und die Genauigkeit der Waffe, ist es eigentlich vollkommen wurscht. Weil es ist dann wirklich nur eine andere Animation. Man könnte genauso gut auch wieder Halo klassisch machen, dass wenn man ranzoomt, dass man dann nur das Zielkreuz sieht. Ich schätze, Red 343 hat sich halt einfach irgendwie gedacht, na, der Shooter muss in gewisser Weise moderner aussehen. Und es ist nun halt leider mittlerweile modern, das so zu machen. Aber wie gesagt, solange es die Genauigkeit der Waffe nicht beeinflusst, oder zumindest nicht bei jeder Waffe, und solange es die Bewegungsgeschwindigkeit nicht beeinflusst, macht es eigentlich nicht wirklich Unterschied, ob man ranzoomt oder nicht. Und man hat gesehen, dass gerade vor allem auch bei der Pistol, von der hat man ja besonders viel Gameplay gesehen, die Genauigkeit höchstwahrscheinlich nicht beeinflusst und man genauso gut auch weiterhin so schießen kann, wie man es gewohnt ist, nämlich mit dem normalen Zielkreuz, das man in der Mitte immer Wappen hat. Und dann ist es halt wirklich nur eine andere Animation. Worüber man sich eventuell streiten könnte, ist, dass die Waffe ein bisschen was vom Sichtfeld verdeckt und es somit nicht mehr so macht wie klassisches Halo. Aber ich denke, alles in allem ist es nicht so schlimm. Ich, ehrlich gesagt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Es sieht aus, wie als wäre es jetzt vorerst mal Call of Duty oder so, aber ich glaube, insgesamt ist es eigentlich ziemlich wurscht. Ja, naja. Weiterhin hat man gesehen Schubdüsen. Böse Schubdüsen, Armor Abilities, Dark Halo 4. Wie ich bereits gesagt habe, ich finde Schubdüsen persönlich sehr gut. Ich finde sie eigentlich ziemlich cool, weil sich das Gameplay deutlich verschnellern und auch noch viel mehr Optionen geben, im Zweikampf irgendwas zu tun, wenn man sie richtig und klug einsetzt. Und ich würde mal sagen, wenn sie jeder hat, und das sollte jeder haben, denn 343 hat mehrmals gesagt, dass es Fair Starts gibt, also dass jeder gleich startet, jeder mit dem gleichen Loadout, jeder mit den gleichen Waffen, mit allem gleich, dann wird sie wohl jeder haben. Und somit finde ich das eigentlich auch nicht schlecht. Muss man sehen, wie sich das spielt, aber ich fand, dass es in Halo 4 eigentlich ganz cool war und so wie es dort aussah, ist es jetzt auch nicht schlecht. Also es beschleunigt eigentlich nur das Movement und im Zweikampf finde ich es jetzt eigentlich auch nicht unfair oder so. Ich finde Schubdüsen eigentlich ziemlich cool. Naja. Und somit ja. Dann hat man noch gesehen, das Movement, dass man jetzt irgendwie so klettern kann und shit. Also zumindest wenn man so an Kanten springt, dann hieft er sich so hoch. Ja, weil, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn man sich daran stört, dann, er klettert halt jetzt, oh mein Gott, so schlimm finde ich das jetzt nicht, weil, macht halt irgendwie, was weiß ich, die Map schätze ich ein bisschen dynamischer, das Gameplay eventuell wenig schneller, wenn man nicht außen Ewigkeiten irgendwo rumdingseln muss, aber ich glaube im Großen und Ganzen wird es nicht großartig beeinflussen, also, da kommt natürlich drauf an, wie die Animation im Third Person aussieht, wenn es komplett scheiße, dann ist irgendwie jemand, der da gerade so rumkraxelt, zu treffen. Dann ist es natürlich behindert, aber bis jetzt, finde ich, gibt es da keinerlei Grund irgendwie. Ja. Das Einzige, wo man jetzt, finde ich, stark kritisieren kann, zum Teil, sind die Waffen selbst, wobei man natürlich auch hier wieder sehen muss, wie sie sich spielen. Allem vorab, das Schwert, finde ich, sieht ziemlich kacke aus, aber hey, wie auch immer, schätze ich. Dann hat man noch vor allem kurz eine Waffe gesehen, die so Close Quarter MP ist irgendwie und er hat dann unten noch so einen Thumper scheinbar dran, mit dem man irgendwie dann eine Granate durch die Gegend schießen kann. Da muss man hauptsächlich dann einfach mal sehen, wie sich's spielt. Ja. Ich meine, das hat man jetzt gesehen, das sah jetzt ein bisschen komisch aus, weil es schon irgendwie vergleichsweise schnell getötet hat und auch dieser Thumper halt. Aber im Endeffekt muss man sehen, wie es sich dann endgültig im Spiel spielt. Und ob das dann da wirklich so störend ist, so nervig, ob es vielleicht nur eine Powerwaffe ist. Zudem ist es ja wie gesagt noch eine Beta, alles kann noch gefixt werden. Was ich noch komplett vergessen habe, weswegen ich das hier einfach versuche, so schlecht wieder reinzuschneiden, war natürlich auch noch die tolle Fähigkeit, die man jetzt hat, dass wenn man irgendwo über jemand anderem ist, man von oben so eine coole Attacke machen kann, wo man dann auf den Boden schlägt und alles stirbt oder so. Also man macht so und alles ist kaputt. Erinnert auch wieder sehr an irgendwas Böses, sah jetzt auch recht gemein aus. Die Sache ist nur die, ich glaube, natürlich sind solche Gameplays, die man sieht, meist auch immer Zusammenschnitte der besten Spielszenen. Man muss
im Generellen erstmal sehen, wie treffsicher sowas wirklich ist, also wie einfach es ist, mit so einer Attacke zu treffen und wie oft sowas im Spiel vorkommt. Auch das werden wir spätestens bei der Beta sehen. Und vielleicht sogar, man weiß es nicht, kann das ja auch nicht jeder Spartan von alleine, sondern es liegt vielleicht auch als Collectible, nicht Collectible, Fail, als irgendwas Einsammelbares auf jeden Fall auf der Map umher. Wenn nicht, muss man halt sehen, also wenn es jeder von Anfang an hat, muss man halt sehen, wie stark die Attacke wirklich ist, wie viel Damage sie im Generellen, also wie viel Schaden sie rundum macht, ob sie wirklich einen großen Effektradius hat oder ob das wirklich, man wirklich perfekt auf die Person zielen muss und wie einfach es ist, jemanden damit zu treffen, ob das wirklich nur ein paar Mal passiert bei jemandem, der sich kaum bewegt oder ob das wirklich ständig ist und total easy, weil dann wäre es natürlich scheiße, wenn es jetzt nur irgendwas ist, wo man wirklich ja, so im Sprung total schnell zielen muss und dann auch noch hoffen, dass der Gegner sich nicht zwei Millimeter zu weit bewegt, weil es dann keinen Schaden mehr macht. Dann ist es okay, finde ich, persönlich. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal sehen. Aber ich denke, bis jetzt sieht es aus nach einem sehr schnellen Spiel. Nach einem Spiel, das zum Teil schon fast sehr, also das wirklich nochmal deutlich mehr in den Arena-Shooter-Part reingeht. Man hat jetzt auch, da hat man vielleicht hin und wieder gehört, anstatt Hitmarker hat man jetzt nicht mehr, sondern so wie in Quake gibt es immer so ein Geräusch, wenn man jemanden trifft. Finde ich auch sehr cool. Und ansonsten hat mir das bisher eigentlich recht gefallen. Es gibt einiges, was einen vielleicht als erstes mal irgendwie komisch vorkommt und anstößig, aber ich finde, dass da vieles auch einfach nur Angst ist, dass es so sich dann, weil es so aussieht wie andere Spiele, vielleicht auch direkt so spielt. Aber bis jetzt finde ich, sah es hauptsächlich modern und schnell aus. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht und eine natürliche Evolution. Und wenn das Ganze jetzt auch noch gut, sich gut spielt, was wir dann spätestens dann in der Beta herausfinden werden, denke ich doch, dass sie da sicherlich keinen schlechten Job gemacht haben. Aber wie gesagt, das war meine Meinung. Ich höre natürlich auch gerne eure Meinung, die höchstwahrscheinlich nicht so positiv ausfallen wird, in den Kommentaren. Und das wäre dann auch schon wieder alles. Ciao und tschüss, sagt der Kerl.